Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Videoblog. Ja, heute ist Licht wieder ziemlich beschissen, aber egal. Es ist zu hell, draußen scheint die Sonne. Wenn Schatten draußen ist, dann geht's immer, aber. So, ich muss einfach meine Hand hier hinhalten, dann geht's. Die Augen sind noch ganz schön dick. Naja, ich bin erst aufgestanden, ich war duschen, deswegen sind noch meine Haare nass. Und jetzt machen wir Fußball, weil das war richtig geil. Wie geil wird das denn? Es haben beide Mannschaften oder sind die beiden Mannschaften weitergekommen, wo ich auch wollte, dass sie weiterkommen. Sehr, sehr schön. Nämlich Frankreich und Belgien. Aber kommen wir zum ersten Spiel. Uruguay gegen Frankreich. Also Frankreich hat, ja, ich würde schon sagen, weiß ich nicht, mehr oder weniger verdient sind die schon weitergekommen, aber es war auch nicht so richtig, also so richtig gespielt haben die eigentlich nicht. Also ich würde sagen, ich würde jetzt schon mich so weit rauslehnen und behaupten, dass Frankreich spielerisch die schlechteste Mannschaft im Halbfinale sein wird. Und das, obwohl ich noch nicht weiß, wer noch ins Halbfinale kommt, aber ich gehe stark davon aus, dass Schweden und England beide spielerisch besser sein können. So merkwürdig das klingt. Und ich gehe davon aus, dass Kroatien gewinnt und Russland rausfliegt und dass Kroatien auch spielerisch besser ist. Und Frankreich haben mich nicht überzeugt im Spiel. Die haben zwar eigentlich verdient gewonnen, wie gesagt, ich brauche es zu trinken. Die haben zwar verdient gewonnen in dem Spiel, aber und war trotzdem irgendwie knapp und merkwürdig und keine Ahnung. Und ich würde sagen, die sind nicht so gut, die können immer noch Weltmeister werden, leider, ich hoffe, die werden es nicht, aber die schlimmsten Mannschaften, die Weltmeister werden können, sind erstmal raus. Ich bin auch froh, dass Uruguay raus ist. Wie gesagt, eigentlich mag ich Uruguay sehr und normalerweise wäre ich für Uruguay und nicht für Frankreich, aber Suarez zieht es einfach so runter, ich kann einfach Suarez nicht ausstehen. Das ist mir einfach komplett unsympathisch und ich will nicht, dass der Weltmeister wird. Und da bin ich froh, also ich denke, die Chance ist durch, ich glaube, in 4 Jahren Weltmeister wird, deswegen. Das Ding ist durch für ihn, denke ich. Es ist eigentlich ziemlich unfair, nur wegen einem Spieler jetzt die ganze Mannschaft nicht zu mögen. Ist auch nicht so, dass ich die ganze Mannschaft nicht mag. Ich mag echt auch den Trainer von Uruguay, aber wie gesagt, ich bin ganz froh, dass Frankreich weitergekommen ist. So, Brasilien gegen Belgien. Das war auf jeden Fall, würde ich fast mit sagen, das geilste Spiel der WM. Vielleicht war Portugal-Spanien in der Vorrunde noch geiler. Aber es war schon ziemlich, ziemlich cool. War ziemlich geil, auf jeden Fall anzugucken. Und ich weiß nicht, ich glaube, so richtig verdient war es nicht, dass Belgien gewonnen hat. Also ich meine damit aber nicht, dass Brasilien hätte gewinnen müssen, sondern ich denke, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Also ja, vom Gefühl her würde ich sagen, dass Belgien definitiv auch Glück hatte. Brasilien hat meiner Meinung nach einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Und die haben auch, bevor Belgien 1-0 in Führung gegangen ist, haben die auch gedrückt. Also eigentlich hatten, Brasilien hatte so viele krasse Chancen, die hatten so viele krasse Torchancen. Und Loris, der Torhüter von Belgien, hat, Loris, habe ich gerade Loris gesagt? Ja, ich war noch im Kopf bei Frankreich. Ich meine natürlich Courtois hat so ein paar krasse Paraden rausgehauen teilweise bei Belgien. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich sogar sagen, vielleicht wäre doch ein Sieg für Brasilien verdient gewesen, weil Brasilien hat am Anfang Belgien ziemlich in die Enge gedrückt, dann wie gesagt, hat Brasilien es einfach nicht hinbekommen, den Ball über die Linie zu bekommen, also die hatten so krasse Chancen auch noch, als es 0-0 stand und auch dann, als es halt nicht mehr 0-0 stand, sondern 1-0, später 2-0, also puh. Ich sag mal so, ein schnelles Tor von Brasilien am Anfang, was halt sehr realistisch gewesen wäre und das Spiel wäre komplett anders ausgegangen. Also es ist definitiv kein verdienter Sieg für Belgien, würde ich sagen. Es war ein geiles Spiel von beiden Mannschaften. Aber je länger ich drüber nachdenke, so sehr mich das schmerzt, desto mehr Vorteile sehe ich bei Brasilien. Aber ich bin natürlich froh, dass Belgien weitergekommen ist. Ich bin sehr, sehr froh. Jetzt kann nicht mehr so viel schief gehen. Ich meine, klar, meine Lieblingsweltmeister werden jetzt Kroatien. Und danach Schweden und dann Russland. Auch den Russland können wir rauslassen, weil die kommen eh nicht weiter. Aber Kroatien, Schweden. So, aber es wird wahrscheinlich eher Belgien, Frankreich oder England werden, denke ich. Und von den drei Mannschaften wäre mir dann doch Belgien am liebsten. Und wie gesagt, eigentlich wäre mir Belgien generell am liebsten, wenn ich nicht wollen würde, dass dieser Running Game kaputt geht. Deswegen
bin ich nicht für Belgien. Aber ich wäre nicht böse drum, wenn die Weltmeister werden. Ne? Aber am liebsten wäre schon Kroatien. Aber egal, spielt jetzt keine Rolle. Wie gesagt, Brasilien meiner Meinung nach nicht ganz verdient hier rausgeflogen, aber glücklicherweise trotzdem. Und wenn ich mir die Statistik angucke, dann spricht die eigentlich auch klar für Brasilien. 27 zu 9 Torschüsse, Schüsse, nicht Torschüsse. 27 zu 9 Schüsse für Brasilien, wobei viele davon waren ziemlicher Quatsch. 9 zu 3 Torschüsse für Brasilien. 59 zu 41% Ballbesitz für Brasilien. 8 zu 4 Eckbälle für Brasilien. Also wie gesagt, ich denke Brasilien. Also ich ist krass, weil als ich gestern das Spiel gesehen habe, habe ich gar nicht das Gefühl gehabt, dass Brasilien so viel besser war. Aber da war ich halt auch total fixiert aufs Spiel. Also ich fand einfach das Spiel total fesselnd. Und ich bin natürlich für Belgien gewesen, deswegen habe ich da wahrscheinlich auch nicht so objektiv das betrachtet. Aber je mehr ich im Nachhinein drüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, Brasilien war eigentlich die bessere Mannschaft. Fuck man. Aber egal, ich bin froh, dass es hier mal so war, dass es nicht die beste Frage gekommen ist. Es war ja auch kein Riesenabstand, also Belgien war trotzdem sehr gut. Und Belgien hat einfach seine Chancen genutzt, getodeskontert, also... Ja, aber schön, dass mal in dem Spiel eine Mannschaft weiterkommt, die es nicht verdient hat und wo ich es aber möchte. Sehr gut. Kommen wir jetzt zu den zwei Spielen heute, und zwar... Schweden, England und Russland, Kroatien. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, welches Spiel ich lieber abends sehen wollen würde. Abends ist immer das Spiel, was ich geiler verfolgen kann als nachmittags. Also die 16 Uhr Spiele, dann mache ich meistens noch was anderes nebenbei. Dann kann ich mich 100% aufs Spiel konzentrieren. Und dann abends das 20 Uhr Spiel, da kann ich halt schön auf die Couch oder ich sage lieber Sofa. Das ist so krass. Ich habe das Gefühl, ich bin mehr oder weniger der Einzige, der Sofa sagt, statt Couch. Und ich habe aber gemerkt, dass irgendwie alle anderen Couch sagen, vor allem auch online, eigentlich alle Couch schreiben und nicht Sofa. Und deswegen komme ich immer blöd vor, wenn ich dann Sofa sage oder schreibe. Deswegen habe ich mir angewöhnt, Couch zu sagen oder zu schreiben, obwohl ich Sofa lieber mag. Merkt man nicht, oder? Wie man sich der Gesellschaft anpasst. Hilfe. Egal, auf jeden Fall kann ich auf Sofa krachen und kann da in Ruhe das Spiel angucken und deswegen... habe ich immer lieber abends das geile Spiel. Es war natürlich gestern perfekt, weil Brasilien-Belgien war das geilere Spiel und es kam abends. Und heute, das Geile ist ja, ich denke schon, dass spielerisch wahrscheinlich Schweden-England interessanter sein könnte, aber eigentlich sind beide geil, also wenn man in beiden Spielen wissen, wie es ausgeht. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es mehr Tore gibt bei Russland-Kroatien, weil Kroatien Russland abschießt und Schweden-England wird wahrscheinlich ein total langweiliges Abtastspiel und ganz vorsichtig, weil beide unbedingt ins Halbfinale wollen und so. Ja, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall für Schweden. Ich finde auch nicht, dass es hier so logisch ist, dass England gewinnt, weil England hat jetzt, ja, Licht und Schatten gezeigt und Schweden hat eigentlich immer ganz kämpferisch agiert. Wir waren die einzigen, die Schweden besiegt haben. Wie gesagt, geil wäre natürlich, wenn Schweden Weltmeister werden würde und wir als Einzige den Weltmeister besiegt haben. Das bedeutet automatisch, wir sind besser als der Weltmeister. Wir sind Weltmeister. Wie nennt man es gleich? Kreuzvergleich, wichtig, Kreuzvergleich. Und aus diesem Grunde, ja, wäre Schweden auch nicht schlecht als Weltmeister. Ich sehe Schweden wirklich stärker als England hier, auch wenn die Buchmacher das anders sehen. Vielleicht sollte ich was wetten, na, mache ich nicht. Und ja, ich denke, es wird aber ein knappes Spiel, 1-0, 2-1, was in die Richtung. Ich könnte mir auch eine Verlängerung und Elfmeterschießen vorstellen bei Schweden gegen England, muss ich zugeben. Russland, Kroatien, da kann ich mir keine Verlängerung und Elfmeterschießen vorstellen. Ich denke, Kroatien gewinnt und kommt weiter. Das wäre auch mein Wunsch. Und da gibt es eigentlich viel zu sagen. Ich meine, klar, Russland hat Spanien rausgehauen. What? Aber was soll ich noch dazu sagen? Ich meine, das ist eigentlich das erste Halbfinale. Am 10.7., also am Dienstag, am 10.7. Okay. Gut zu wissen. So, jetzt gucken wir, was ich getippt habe. Ich glaube, ich habe vorhin nochmal umgetippt. Weil gestern habe ich 6 Punkte gemacht und jetzt fehlen mir nur noch 7 Punkte auf Platz 3. Platz 2 und Platz 1 sind weg, das ist durch. Aber mir fehlen nur noch 7 Punkte auf Platz 3. Also eine ganz, ganz kleine Außenseiterchance habe ich noch. Um zumindest in die Top 3 reinzukommen. Es ist total unwahrscheinlich, weil es sind 1, 2, 3, 4, 5, 5 Leute vor mir, aber eine kleine Außenseiterchance. Und deswegen habe ich mich auch entsprechend getippt. Und zwar habe ich Schweden, England getippt. Ich denke, die meisten werden sowieso England tippen. Ich wollte aber so auf Schweden, also ich wollte so oder so auf Schweden tippen, deswegen ist es nicht so schlimm. Ich habe 2-1 getippt. Ich überlege halt nur gerade, ob ich das umtippen möchte auf ein Ergebnis, was unwahrscheinlicher ist, damit ich der Einzige bin, der volle Punkte kriegen kann. 2-1. Wenn jemand auf Schweden tippt, dann wird es wohl 1-0 oder 2-1 sein. Es ist zwar unrealistisch, aber ich tippe jetzt 3-1 auf Schweden.
Und ich habe 2-1 auf Russland getippt, weil auf Russland tippt sowieso niemand. Und ja, 2-1. Also bei Schweden-England, da wollte ich sowieso auf Schweden tippen, hätte aber kleiner getippt als 3-1. Und bei Russland-Kroatien, da wollte ich eigentlich auf Kroatien tippen, aber da ich jetzt die Gegenteil-Tipps mache, in der Hoffnung, dadurch Punkte zu bekommen, die andere nicht bekommen, tippe ich auf Russland. Ich denke aber nicht, dass. Oh, geil! Jetzt habe ich so getippt bei Russland-Kroatien, dass ich mich auf jeden Fall freue. Entweder freue ich mich, weil Kroatien gewinnt und jemand dort weiterkommt, wo ich möchte, oder ich freue mich, weil Russland gewinnt und ich Punkte bekomme. Hehehe, das sind immer die geilsten Tipper, die solche Tipps machen. Nee, also ich würde mich trotzdem nicht wirklich freuen, wenn Kroatien rausfliegt, deswegen. Aber egal. Oh, ich bekomme Hunger, ich muss was frühstücken. Von dem her, ich versuche es jetzt schnell hochzuladen, dass nach vor 16 Uhr rauskommt und dann bin ich gespannt und ach nein, dann haben wir ja wieder Pause bis Dienstag. Oh Gott, das Beste der WM ist schon vorbei. Das Beste der WM ist schon vorbei. Weil dann haben wir bis Dienstag Pause und das Schlimme ist, am Dienstag gibt es nur noch ein Spiel. Oh mein Gott. Und dann gibt es Mittwoch ein Spiel, dann müssen wir wieder ewig warten bis Samstag, spielen Platz 3, was eh niemanden so richtig interessiert, vor allem wenn die eigene Mannschaft nicht dabei ist. Und dann gibt's Finale am Sonntag 17 Uhr. Was sind das für Uhrzeiten? Spielplatz 3, 16 Uhr, Finale 17 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Naja, das Geilste, da wäre nämlich schon vorbei. Ach, wie geil das war. Oder 3 Spiele am Tag. 3 Fußballspiele am Tag. Ach, das war so herrlich. Ach, genießen heute, genießen. Das letzte Mal heute 2 Spiele am Tag. Das letzte Mal 2 Spiele am Tag. Okay, ich bin ein bisschen aufgedreht. Macht's gut. Moment, wo ist meine Webcam da? Oh Gott, das Licht ist so beschissen. Ich sehe wieder aus wie der letzte Vollidiot. Bin ich auch. In diesem Sinne, macht's gut, euer Paxis. Tschüss, tschüss.